Hallo, ich bin Andrea. Ich bin seit 35 Jahren Radsportlerin, ich bin Trainerin, ich schraube alle meine Räder selber zusammen. Im wirklichen Leben bin ich Maschinenbauingenieurin. Ja, und ich bikepacke schon seit Zeiten, als es noch Radreisen hieß. Ich habe so eine mitwachsende Packliste in den Jahren mir entwickelt und ja, die ist natürlich sehr ausführlich, sehr vollständig und die möchte ich euch heute einmal vorstellen. Ja, das, was ich aus dieser umfangreichen Liste dann wirklich mitnehme, das hängt ganz wenig davon ab, wie lange ich unterwegs bin, sondern vielmehr davon, welche Wetterbedingungen ich vorfinden werde und ob ich zelte oder ob ich die bequeme Hoteltour mache. Ich war jetzt gerade im Sommer 3 Wochen in Norwegen unterwegs, im Zelt. Ja, ich hatte von 40 Grad bei der Anfahrt bis hin zu Schneegestöber am Hardanger Witter so ziemlich jedes Wetter. Ja, dementsprechend hatte ich alles dabei. Mit der Ausstattung hätte ich letztendlich auch ein ganzes Jahr weiterfahren können. Ich hätte da nicht viel mehr mitgenommen als das, was ich für 3 Wochen dabei hatte. Diese Liste, die habe ich zum Download auf meiner Homepage bereitgestellt. Ihr findet die unter Rennrad-Liebe auf den Bikepacking-Seiten. Zu den Kapiteln Campingausstattung, ultraleichtes Zelt und Schlafsack und so weiter, sowie zum Thema Werkzeug beim Bikepacken habe ich auch schon andere Videos gedreht, die ihr in meinem Kanal findet. Dieses Video habe ich in Kapitel unterteilt. Ihr könnt also unten in der roten Leiste direkt auf die Themen zugreifen, die für euch interessant sind. Das orientiert sich an den Überschriften meiner Packliste. Ja, als erstes möchte ich euch meine Räder mit den Taschensetups vorstellen. Ich habe den Luxus, dass ich verschiedene Räder zur Verfügung habe. Ich zeige euch jetzt, welche das sind und welche ich wofür einsetze. Das sind die 3 Räder, die ich zur Verfügung habe. Ein Mountainbike, ein sehr sportliches Gravel und das Reisegravel, das ich mir aufgebaut habe. Mein sportlicheres Gravel nehme ich dann, wenn ich nur mit der Arschrakete unterwegs bin, also mit kleinem Gepäck. Ich liebe sie nicht unbedingt, ich finde den Schwerpunkt viel zu hoch und es wackelt immer. Und ich habe auch noch niemals das komplette Setup mit Rahmentasche und Lenkerrolle verwendet. Ihr seht, ich habe es da. Weil sobald ich ein bisschen mehr Gepäck mitnehmen muss als das, nehme ich ein ganz anderes Setup, bei dem der Schwerpunkt des ganzen Gepäcks viel, viel tiefer ist und damit die Fahrdynamik deutlich besser. Das ist mein Lieblingssetup, das ich auch für die Touren mit ganz viel Gepäck nehme. Das sind 2 Ortlieb Gravel Packs, hinten mit 12,5 Liter und vorne die 4,1 Liter Fork Packs. Gepäckträger, auf dem dann noch die Campingausstattung, also Zelt und Schlafsack könnte. Ja. Und damit kann ich im Prinzip monatelang auf Tour mit der Packliste, die ich euch gleich vorstelle. Das gleiche Setup hier nochmal am Mountainbike. Die Gepäckträgermontage an einem Rad mit Steckachse findet ihr in einem anderen Video in meinem Kanal. Da habe ich eine hohle Steckachse genommen und da einen Schnellspanner durchgesteckt und den Gepäckträger mit einem Tubus-Adapter-Set verlängert. Funktioniert ausgezeichnet bombenfest. Das ist das Cloud Up 2. Ich habe es im Garten aufgebaut zu Testzwecken. Zum einen hat es die ganze Woche geschifft und es soll am Wochenende stürmen. Da wollte ich mal schauen, wie es sich da denn verhält, wenn es extreme Bedingungen sind. Hier kann man mal reinschauen. Das ist also für eine Person mehr als genug. Da habe ich rechts und links auch immer gut Platz, was mit ins Zelt zu nehmen oder ansonsten hier in die Apsiden reinzustellen. Da stehen in der Regel dann meine ganzen Packtaschen. Ja, da ich meine Campingausrüstung in einem anderen Video schon ausführlich vorgestellt habe, werde ich das jetzt hier an dieser Stelle etwas verkürzen und anders machen. Heute Nacht sind Temperaturen von etwas unter 5 Grad gemeldet. Ich werde im Garten schlafen und zeige euch da, wie meine Ausstattung aussieht. Ja, mein Cloud Up for Nature Hike, Cloud Up 2. Ich habe hier ein Sea to Summit 2 und ein Sea to Summit 0. Einen super leichten Sommerschlafsack. Den stopfe ich jetzt in den 2er rein und das ist für mich, ich bin ja schmal gebaut, die ideale Lösung, um einen richtig dicken Winterschlafsack zu erzeugen. Ja, und da krabbel ich jetzt einfach rein. Ihr seht, ich habe eine lange Unterhose an und von Decathlon so eine Daunenjacke. Die ist echt genial, die hat 30 € gekostet
und ist genauso gut wie eine teure. Als Kopfkissen, ich bin ja zu Hause, habe ich jetzt so ein Thermarest-Ding. Unterwegs nehme ich dann nur einen Kopfkissenbezug mit. Falls mir heute Nacht kalt werden sollte, habe ich noch den Liner hier, also so ein Inlet. Aber im Augenblick ist es mir so warm, ich glaube, ich ziehe sogar die Jacke mal aus. Ja, also 3,5 Kilo das Ganze. Zelt, zwei Schlafsäcke, Liner und Thermarest X-Lite Luftmatratze. Gute Nacht. Nee, doch noch nicht gute Nacht. Noch so ein kleines Gadget. Das ist eigentlich ist es eine Pumpe, weil ich habe abends aber überhaupt keine Lust, meine Luftmatratze noch aufzupumpen. Jetzt hört ihr das? Damit ist innerhalb von 2 Minuten meine Luftmatratze aufgepumpt und sie hat noch Licht. Geniales kleines Gimmick, wie ich irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40 Gramm. Unglaublich, ne? Dass man aus zwei Schlafsäcken so viel Volumen rauspressen kann und so ein kleines Paket daraus macht. Ich wiege das hier mal nach. Die beiden Schlafsäcke mit dem Kompressionsriemen 848 Gramm. Ja, ich habe alles, was so Kleinkram ist, in der Klappbox. Und die werde ich jetzt mal auspacken. Da ist noch jemand ganz neugierig. Und tschüss. Das ist meine Küche. Einmal habe ich immer so 2 Liter Schläuche dabei, um zusätzlich Wasser deponieren zu können. Dann Faltbecher von C2 Summit. Ich nehme meistens nur den großen mit. Dann eine Tüte mit recht viel Kleinkram. Hier ist immer mehr drin, als ich wirklich mitnehme. Das sind so aus dem Kosmetikbereich so Quetschtüten. Die sind sogar dicht, um Flüssigkeiten aufzunehmen. Das Schöne daran ist, dass die einfach auch mit dem Verbrauch immer kleiner und dünner werden. Da habe ich Zucker und Salz drin. Manchmal habe ich da Öl drin. Und hier ist nochmal extra ein bisschen geschützte Spüli. Aber man sieht schon, das ist überhaupt nicht nass. Das hält also wirklich dicht mit diesen Tüten. Ja. Mülltüten immer ausreichend, das sind glaube ich schon 3 Stück, für jeden Tag eine. Die brauche ich auch wirklich viel, weil ich in der Natur keinen Müll hinterlassen möchte. Das ist Kleinkram an Besteck von Torx. Das ist so eine Firma, von der ich viel Besteck und Geschirr habe. Ein Göffel und ein Messer. Ein Schweizer Taschenmesser. Das Wichtigste an dem Taschenmesser ist übrigens, finde ich sie hier gleich, nee, die Schere. Die brauche ich relativ häufig. Und Korkenzieher. Weil eine Flasche Wein gibt es da manchmal auch. Ein Feuerzeug und ein Dreibein für die Kartusche, die ich jetzt auspacke. Mein Topf von Torx, das ist ein 750 Milliliter Topf. Der ist klasse, weil da passt die Kartusche, eine 100 Gramm Kartusche rein. Und auch der Soto Windmaster als Brenner. Ich baue das jetzt hier nicht auf, man sieht's. Ja, doch mal aufgenommen. Also, so sieht die Küche aus. Ja, zu guter Letzt einer meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände, meine Kompressionshandtücher. Also die sind echt cool, weil die kann man wirklich für alles brauchen. Zum Abwaschen, zum Hände abwischen, zum Fahrradputzen. Sogar die Kette kann man damit reinigen, weil die sind relativ reißfest. Und Wildcamper werden es schätzen, Klopapier. Ja, also so eine Tüte ist eigentlich immer dabei und an verschiedensten Stellen deponiert. Ja, man sieht, ich mag C2 Summit. Die haben wirklich tolle kleine Helferchen. Wenn man die einmal hat, mag man nicht wieder darauf verzichten. Das hier,
Das ist ein Moskitonetz, in Norwegen echt unverzichtbar. Die fliegen dort, die sind super klein, die sieht man kaum. Das muss also ein sehr feinmaschiges Netz sein. Ich glaube 11 Gramm. Dann Sea2 Summit eine Wäscheleine. Und das hier ist auch eins meiner Lieblingsausrüstungsgegenstände. Das ist ein, zeigen wir mal, auch Sea2 Summit. Ein Rucksack, also zum täglichen Einkauf super, den habe ich fast immer im Zugriff, der sieht sehr diffizil und leicht aus, aber der fasst, ich glaube 15 Liter oder 20 Liter und hält sogar Flaschen und Milchtüten und alles Mögliche aus. Also der liegt bei mir im Gepäck immer ganz oben auf zum täglichen Einkauf, heißt Sea2 Summit Nano Day Pack, Sea2 Summit Nano Day Pack, ich verlinke die ganzen Sachen auch unten nochmal. Elektrik. Ja, das ist eigentlich unglaublich, was man da alles mitschleppt, aber Navigation und Handy, Beleuchtung, GoPro, Fotografie und Powerbank. Bei langen Reisen kann und möchte ich da auf nichts verzichten. Das eine ist Sicherheit und das andere ist Spaß. Ja, das Handy. Ich habe mir für das Handy, für die Hülle, so einen Patch für die Garmin-Halterung besorgt. Das hält bombenfest, das ist mir noch nie irgendwo runtergeflogen. Und da ich alles jetzt auf diese Garmin-Halterung genormt habe, baue ich auch alles damit an. Das ist echt klasse. Dann mein Garmin. Die GoPro hat auch so einen Garmin-Fuchs bekommen. Ich habe dann einen Halter auf der Vorbauschraube vom Rad und den normalen Garmin-Halter und habe hinten sogar auch noch an der Sattelstütze sowas. Ein extra Akku. Das ist meine Beleuchtung. Das ist eine Lupine Wilma, die habe ich schon Ewigkeiten. Ich habe noch einen anderen Lampenkopf, der ist schon 15 Jahre alt. Ja, was mir ganz wichtig ist, einen Akku dabei zu haben, den ich auch als Powerbank benutzen kann. 50 Wattstunden, das ist ja schon was. Wenn ihr sowas kauft, achtet darauf, dass ihr Wattstunden als Maß bekommt und nicht Ampere, Milliampere oder Amperestunden. Amperestunden sagt überhaupt gar nichts aus. Man muss ja immer wissen, mit welcher Spannung das dann abgegeben wird. Dies hier sind 7,2 Volt und 6,9 Amperestunden und das Produkt 7,2 mal 6,9 sind eben die 50 Wattstunden. Und nur das gibt wirklich Aussage über die Kapazität eines Akkus. Ja, das ist eine Flutlichtanlage hier. Und diesen Akku, den kann ich eben mit so einem Adapter auch gleichzeitig als Powerbank benutzen. Ich habe dann noch, das muss man auspacken. Und das ist meine Tüte. Damit es nicht klappert, habe ich es immer alles da drin. Hier ist der zweite Adapter. Damit kann ich dann die Powerbank an der Steckdose aufladen. Ja. So eine ganz kleine Powerbank habe ich immer noch dabei. Dafür, die nehme ich mit in die Trikottasche und lade damit manchmal mein Handy unterwegs nochmal auf. So Scheckkartenformat. Mehrfachstecker, auch hier aufpassen, dass es vernünftigen Ladestrom gibt und eine vernünftige Ladeleistung. Das kann mit 30 Watt laden, sonst dauert es einfach zu lange. Ladekabel, klar, da kommt einiges zusammen. Und hier nochmal so eine Garmin-Halterung, die ich fallweise mal auf den Helm oder mal irgendwo an der Gabel anbringe. Ganz klein. SD-Karten nehme ich immer mehrere mit. Das hatte ich vergessen. Das ist das Rücklicht von... Ja. Unser Kater will auch mitspielen. Ricky, jetzt mal hier runter. Warte mal. Ab, ey. Ja, so. Der hat Hunger. Ich muss mal füttern gehen. Und tschüss. So, gefüttert, jetzt will er raus. Das ist die Halterung, von der ich eben gesprochen habe. Die ist auf dem Vorbau und da die normale Halterung, auf der das Navi ist. Wenn ich in der direkten Anfahrt zu einem Hotel bin oder zu einem Campingplatz, nehme ich ganz gerne das Handy da vorne hin. Das hält bombenfest. Ja, ich muss nicht mit
mit verschiedenen Systemen da arbeiten. Das ist also alles auf Garmin umgestellt. Da ist dann die GoPro. Das funktioniert auch. Die habe ich dann auch noch auf dem Helm mit der gleichen Befestigung oder hinten an der Sattelstütze oder am Lenker. Also alles auf Garmin eingestellt. Die nächste Kiste, Radsportklamotten. Wenn man das sieht, denkt man, das ist ja wahnsinnig viel. Aber letztendlich eine Montur habe ich ja bei der Losfahrt immer schon an. Und alles, was ich dann selbst für wochenlange Touren brauche, passt in diesen Wäschesack rein. Ich zeige es mal. Das ist der Satz, mit dem ich jetzt in meiner Norwegen-Tour losgefahren bin. Mountainbike-Schuhe, Handschuhe, Helm, ein paar Socken, Trikot, Unterhemd und Hose. Das ist eine Q365, mit der komme ich blendend aus. Ja, was ich vorher ausgetestet habe, ich wasche die Sachen alle einmal und schaue mir an, welche wirklich schnell trocknend sind. Da gibt es erhebliche Unterschiede. Dieses Trikot zum Beispiel, das trockne ich, bringe das ordentlich aus, in einem Handtuch ein paar Mal drauf treten und schüttel das aus und dann kann ich es quasi wieder anziehen. Ich habe auch Trikots, die brauchen Stunden, bis die wirklich bis zur Naht hin trocken sind. Also das kann man mal austesten zu Hause, welche der Klamotten schnell trocknend sind, weil ich habe nur einen Satz dabei. Ich habe kein zweites Kurzarmtrikot und keine zweite kurze Hose dabei. Dann kommt die Abteilung Übergangszeit, also nicht mehr ganz so warm. Ein paar Armlinge von VD. Ich habe hier sehr leichte Knielinge, die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich verlinke aber andere leichte von Castelli. Eine Dreiviertelhose. Ich kann also wahlweise die kurze Hose mit Dreiviertel Knielingen verlängern oder diese Dreiviertel anziehen. Und eine Weste. Westen trage ich, habe ich sehr viele und trage die unheimlich gerne. Das ist eine von Q365, die ist auch richtig klasse. Ja, jetzt kommt die Winterabteilung. Die ist eigentlich relativ sparsam. Ich habe ziemlich dicke, dichte Beinlinge dabei. Castelli Nano heißen die. Die sind auch unheimlich warm. Die ziehe ich auch mal einfach unter der ganz normalen zivilen Hose an, wenn es mir zu kalt ist. Oder verlängere meine kurze Hose damit. Dann habe ich hier eine Jacke, die liebe ich. Das ist von Sportsful, die Fiandre No Rain. Die ist vor allem auch sehr winddicht. Die ist wasserabweisend, sehr winddicht und sehr sparsam gebaut. Die knüllt also zu einem ganz kleinen Packmaß zusammen. Ich liebe Jacken, die nicht so sperrig sind. Und ein recht warmes, langes Unterhemd. Merino kann ich nicht tragen. Ich schwitze sehr stark. Das ist dann klatschnass. Das ist für einen Sport, für einen Radsport für mich ungeeignet. Abends im Zelt ist es schön, wenn ich nicht schwitze. Aber zum Sport habe ich so eine Synthetik an. Ja, die letzte Abteilung ist das, was wir als Sportler ja gar nicht mögen. Regen. Das ist mein Lieblingsstück. Das ist von Asos eine Rainshell-Hose. Eine Dreiviertel-Rainshell. Das ist ein Teil, das hat eigentlich meine ganze Bekleidungsstrategie auch hier zu Hause über den Winter revolutioniert. Die ist wasserabweisend, sehr windfest und ich schwitze da nicht so drunter. Die ziehe ich dann auch zivil mal über, wenn es sehr schifft. Je nachdem, wie ich die Beinlänge einstelle, die hat ein langes Neoprenbündchen. Das kann ich ganz hochziehen bis in die Kniekehle, das stört da nicht mal. Dann sind die Unterschenkel noch belüftet, also auch bei heißem Wetter noch fahrbar. Wenn es sehr kalt ist, dann lasse ich die einfach bis ganz nach unten fallen, bis über die Überschuhe. Das ist für mich dann lang genug. Das ist ein absolut geniales und empfehlenswertes Stück. Als Regenjacke habe ich eine Castelli No Rain. Das ist nicht meine dickste und dichteste Regenjacke, aber die ist recht klein verstaubar. Ich wiege es nachher mal. Und die passt auch in die Trikottasche. Von Asos Neoprenhandschuhe. Wenn es sehr kalt wird, dann habe ich sogar schon Plastiktüten mir über die Hände gezogen. Aber für Regen sind die toll. Die wärmen da gut. Dann sehr kleine, leichte Überschuhe. Auch mit unheimlich kleinem Packmaß. Die hier sind von Gerne. Noch ein bisschen Kleinkram, eine Mütze, ein Buff und ein zweites Paar Socken. Auch die Socken schnell trocknend. Wenn man da Baumwollsocken nimmt, die werden bis zum nächsten Morgen nicht trocken. Ja, ich habe ja behauptet, dass das, was ich mitnehme, alles in einen Wäschesack passt, was zu beweisen wäre. Wenn man das jetzt schön sauber und ordentlich zusammennimmt, sieht man schon, wie viel kleiner das Volumen wird. Das hier oben ist das
was ich anziehe, wenn ich losfahre. Und hier ist jetzt der Stapel, den ich mitnehme. Ja, da ist er, der Sack. Das ist der Wäschebeutel, wo jetzt alles drin ist, außer die Kurz-Kurz-Montur, mit der ich losfahre. 1748 Gramm. Das ist der Zufall, aber das ist auf das Gramm genauso viel wie mein Zelt. Die nächste große Kiste, zivile Klamotten. Sieht auch wieder unheimlich viel aus, aber bis auf die Daunenjacke wird auch das wieder in so einen Wäschebeutel passen. Das ist meine Daunenjacke, die habe ich schon seit Jahren. Die ist auch schon ein bisschen verdreckt, deswegen macht es nichts, wenn die hier etwas missbraucht wird. Ja, und die stopfe ich dann in so einen, das ist ein wasserfester Sack von Thermarest mit einer ganz weichen, flauschigen Innenseite. Und das ist mein Kopfkissen. Ja, so sieht das dann aus. Und für mich super, also ich kann auf diesen Luftmatratzenkissen nicht gut schlafen, das ist für mich viel zu hart, ich habe ein bisschen Nackenprobleme, aber das ist für mich eine optimale Lösung und ich habe eigentlich kein extra Gepäck dabei, weil diesen Sack kann ich auch für andere Dinge brauchen. Ansonsten brauche ich wirklich ganz wenig Kleidung. Hier ist Unterwäsche, ich habe ein Langarm-Shirt, ein ganz leichtes, ein T-Shirt, dann eine Zipphose, die ich auf Dreiviertel oder auf lang verlängern kann. Wenn es kalt ist im Schlafsack, trage ich ganz gerne eine lange Unterhose, eine Mütze, die nicht so eng ist am Kopf und einen Badeanzug. Ja, das sieht man schon, dass das recht einfach in den Wäschebeutel passen wird. Zivile Klamotten sind wirklich das Kleinste im Gepäck. Das ist der Wäschesack mit den Kleidungsstücken, Daunenjacke und Hülle als Kopfkissen. Der Kleiderbeutel, 925 Gramm. Die Daunenjacke, 390. Und der Beutel fürs Kopfkissen, 66. Also in Summe 1400 Gramm, so circa. Jetzt kommt der Kulturbeutel. Hier ist jetzt sehr viel drin, das kommt nie alles mit. Das ist mein Handtuch, ist auch relativ groß, ich glaube 80 cm. Ich nehme sogar zusätzlich immer noch ein Mikrofasertuch mit. Nach dem Duschen einmal eben die Hauptnässe hier mit und dann mit dem Handtuch nachwischen. Dentabs, das sind Zahnpasta-Tabletten. Die kaut man dann anstelle von Zahnpasta, ja, kann man sogar abzählen. Meine abgeschnittene Zahnbürste, ja, aber ich habe auch die lange. Lippenschutzbalsam, das hier ist wirklich klasse, das Zeug. Ja. Beim Rasierer habe ich den Stiel komplett gespart, das geht auch hier nur mit dem Montageteil da. Okay, einen Kamm nehme ich mit und der Rest bleibt bei mir, was da noch so drin ist. Zu guter Letzt das Werkzeug. Ja, das möchte ich an dieser Stelle gar nicht weiter vorstellen, weil dazu gibt es ein komplett eigenes Video. Es ist relativ prall gefüllt. Das ist meiner Leidenschaft, an Rädern zu schrauben, auch etwas geschuldet. Es wiegt 700 Gramm im Vergleich zu den anderen Dingen, wo ich dann sogar den Griff von der Zahnbürste abschneide. Ja, hier kommt mein Ingenieurblut durch. Das muss mit. Ja, wieder eine Kiste. Da ist jetzt alles drin, was ich vorher vorgestellt habe. Und das werde ich jetzt auf die Taschen verteilen. Hier liegt jetzt die gesamte Ausrüstung, die ich vorgestellt habe. Ich habe die nachgewogenen Gewichte dazu geschrieben. Also die Campingausstattung schlägt mit rund 3 Kilo zu Buche, was ich sehr wenig finde. Die Radsportklamotten 1,75. Zivil mit Schuhen liegt ungefähr auf gleichem Niveau. Dann Hygiene, Sonnenschutz, Erste Hilfe, Tabletten 0,5 Kilo.
meine Werkstatt 700 Gramm. Elektronik, da ist jetzt nicht das Handy mitgerechnet, das Navi und die Beleuchtung, sondern das sind so die ganzen Mehrfachstecker, Adapter, ja, alles, was ich da vorhin so in meiner Vorstellung hatte. Und die Küche auch nochmal mit einem halben Kilo dazu. Die schneller Schwenk. Die Taschen habe ich auch mal nachgewogen, sind so rund 2 Kilo, die da zusammenkommen. Das sind die Gravel Packs, hinten die Satteltasche, Oberrohrtasche und die Fork Packs. Das sind dann insgesamt wie viel? Ganze 10,5 Kilo, inklusive Taschen. Vielleicht kommt noch ein bisschen Kleinkram hier und da mal dazu, was man sich am Ende dann doch immer noch mal reinstopft in die Taschen. Aber das finde ich insgesamt nicht viel. So packe ich dann das Ganze. Ganz links die Abteilung Radsport. Da kommt dann noch das Inlet dazu, die Elektronik und ein bisschen Kleingedöns. In der Mitte Zivil. Am meisten Platz nimmt immer die Daunenjacke. Und in einem Forkpack die Küche. Das ist dann noch nicht mal ganz voll, da passt immer noch was rein. Meistens habe ich da dann so diese kleinen Wechselklamotten wie Armlinge oder dünne Weste oder sowas oben noch drauf liegen. Eine Forkpack ist komplett leer. Damit kann ich dann einkaufen gehen und Nahrungsmittel da bunkern. Oben auf dem Oberrohr, ja, da sind so Portemonnaie, GoPro, Kleinkram. Die Werkstatt hinten an der Sattelstütze und Zelt und der leichte Schlafsack oben auf dem Gepäckträger. Da ist es dann wieder komplett. Und man sieht, die ist noch komplett leer. Die hat auch noch viel Raum, um was aufzunehmen. Die beiden hinteren sind nicht übermäßig prallvoll. Aber es ist immer gut, man hat noch ein bisschen Luft. Vielleicht muss man das eine oder andere unterwegs noch mal ergänzen. Ich werde mal das ganze Ding auf die Waage stellen. Ey, Blödmann, beißt er mich hier? Der hat mal wieder Hunger. Ja, tu nicht so unschuldig. Jetzt interessiert mich das Gesamtgewicht doch einmal. So, ich wiege 60,8. Mit dem ganzen Sack und Pack. Die Wasserflaschen sind leer. 83,2. Also wiegt das hier 22,3 Kilo. Ja, finde ich ganz in Ordnung. Kann man sicher noch weiter optimieren, aber irgendwo muss ein bisschen Komfort für mich auch bleiben. Letztendlich ist es immer ein Kompromiss. Wo fahre ich denn jetzt mal hin? Das ist sie, meine Packliste. Ja, da hat sicher jeder seine ganz eigenen Philosophien und Vorstellungen. Ich denke, wir können da nur voneinander lernen. Ich habe auch viele andere Videos geschaut, um mir Anregungen zu holen. Ich bin auf eure Kommentare gespannt. Vielleicht habe ich auch noch was vergessen. Ihr findet diese Packliste auf meiner Homepage Rennrad-Liebe in den Bikepacking-Seiten auch zum Download. Ich bin natürlich ganz gespannt, ob ihr da noch irgendwas findet, was ich mit aufnehmen sollte. Dann ergänze ich das gerne auch. Ich danke euch, dass ihr euch das angeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Einen habe ich noch, kleines Gimmick. Also das hört man sogar im Supermarkt. Dafür brauche ich es meistens, wenn ich habe ein kleines Schloss dabei, mit dem ich es anschließe. Aber das kann ich dann sogar von innen hören. Gibt mir ein bisschen Sicherheit, auch abends, wenn ich campe. Das Rad schiebt so schnell keiner weg, ohne dass ich aufwache. So ein 20-Euro-Gimmick von Amazon, ich verlinke es. Vielleicht hat einer Spaß dran.